Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute nochmal ein kleines Unboxing. Mal ganz kurzfristig ein weiteres kurzes, aber ganz besonderes Unboxing. Zumindest für mich dieses kleine Päckchen. Nennen wir mal das Päckchen. Es ist trotzdem ein kleines Paket mit riesen Inhalt. Großartigen Inhalt. Würde ich mal sagen, packen wir gleich mal aus und schauen, was uns erwartet. Ich weiß, was uns erwartet, aber es ist was ganz Besonderes. Es ist nämlich Apple-Zubehör und etwas ganz Besonderes an Apple-Zubehör. So. Es ist nämlich etwas für die Apple Lisa, in diesem Fall für meine Apple Lisa und in diesem Fall ja auch für jemanden, dessen Lisa ich aktuell die Tage in Reparatur habe oder hatte in diesem Fall. Aber nicht allzu viel davon, zu viel Spoiler, das kommt mal extra demnächst. So. Sehr schön verpackt. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Ganz Besonderes. Einmal. Zweimal. Quasi zweimal das Gleiche. Aber nur quasi. So. Nämlich, um es ganz genau zu sein, es ist das Herzstück einer Apple Lisa. So, man erkennt es jetzt vielleicht schon besser. Es sind die Mainboards, oder in diesem Fall die Motherboards für eine Apple Lisa 2 bzw. 5. Oder was noch cooler ist, eins der Boards, genau, ist im Prinzip, kommt einem Lisa 1 Board am nächsten, da wir hier nämlich noch die Nippel haben für die Maus. Was ganz wichtig ist, mein Board, meiner Lisa, hat nämlich diese Nippel nicht mehr und da hält die Originalmaus nämlich sehr schlecht dran. Das heißt, ich werde mein Board auch mit diesem hier tauschen, sofern es in Ordnung ist. Tolles Teil. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Kaum bis gar keine Korrosion festzustellen. Schauen wir mal, ob man das erkennen kann. Wir können auch mal die Lampe anmachen. Ja, ein bisschen zu hell. Auf jeden Fall in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand. Auch die schönen Bezeichnungen passen alle. Sehr toll. Und was halt gut ist oder toll ist, schaut mal hier. Dass die blöde Autofokus nochmal hinkriegt irgendwann. Genau, hier haben wir auch die Symbole. Nicht nur den Text, sondern auch die Symbole. Und da haben wir die Lisa 1 Maus. Oder in diesem Fall die 1 Button Maus dran. Perfekt. Alles noch schön sauber erkenntlich. Toll. Es ist zwar eingestaubt alles hier ein bisschen, ja, minimale Korrosion, also wirklich alles im Rahmen. Toll. Toll, toll. Auf jeden Fall in einem besseren Zustand als mein Board. Ja, ich sehe, hier hat der I/O-Slot hat ein bisschen Korrosion, aber das ist nicht der Rede wert. Alles in allem viel, viel sauberer als ursprünglich mein Board. Ja, obwohl hier der RAM-Slot hat einiges an Staub oder Korrosion. Nee, Korrosion. Okay, ist Korrosion. Ist aber wirklich
nicht der Rede wert. Das reinigt man und dann passt das. Aber sonst sieht das doch sehr gut aus noch alles. War quasi ein, ich würde sagen, es war ein Schnäppchen. Ja, nennen wir es mal Schnäppchen. Ein Board werde ich behalten. Und das andere Board, auch ein Lisa 2 Board, aber schon die neuere Variante. Komm her. Das hellere, das ist ein helleres. Und das hat schon im Prinzip nur parallel Maus und zweimal Serie. Und ein Backman-Chip. Ne, es hat ja meins auch. Okay, auf jeden Fall sehr, sehr toll. Der Unterschied ist, das ist dunkler, das ist heller. Das ist von 82 angeblich. Ne, das ist Copyright 82. Aber im Prinzip die gleichen Boards. Ja, wir haben hier etwas andere Slots. Und hier haben wir so eine leichte Beschädigung. Aber das ist nicht so schlimm, das lässt sich auch richten. Sieht aber auch alles in allem gut aus. Sehr toll. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Eigentlich toll, diese Boards. Und ich habe mir hier mit diesem Board natürlich einen abgebrochen. Das ist das Board zu einem Projekt, was ich jetzt nicht näher besprechen werde. Das kommt demnächst. Da waren die ganzen Leiterbahnen zerfressen. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Oder sind zerfressen. So, genau, sind durch. Einmal von den seriellen Ports und es war auch hier im I/O-Slot und im hier waren auch was durch. CPU-Board waren einige Beschädigungen hier hinten auch. Das ist jetzt, ja, schade, schön repariert. Wirework ist auf der Rückseite, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich eins dieser Boards bzw. ein anderes Board ja, ersatzweise dem Kollegen zur Verfügung stelle. Weil ein funktionstüchtiges, ordentliches Board, zum Beispiel wie das hier, ist besser als ein geflicktes. Aber wie gesagt, dazu ein anderes Mal, ein anderes Video. Ich bin auf jeden Fall sehr cool, sehr glücklich, muss ich sagen. Toll. Yes. Super. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Ganz kurz heute wieder. Zwei wunderschöne Apple Lisa 2 bzw. 2.5 oder auch in der 2.10 kann man, ich glaube, dieses Board hier nutzen. Ja, super toll. Vielen Dank, bis bald.